Herzlich willkommen zurück, Dreingleit. Hallo. Zombies. Erstmal alle Zuschauer abgesprungen wegen dem Geräusch. Oh ja, verständlich. Ja, sehr. Wir müssen jetzt noch in das Nebengebäude hier gehen, theoretisch. Also müssen wir gerade nicht, aber können wir natürlich machen, wenn wir sowieso schon hier sind. GA-Paket gestohlen mal wieder. Ja. Denn hier gibt es noch irgendwas, was wir vor Jahren mal machen sollten. Ich habe keine Ahnung, was das war. Aber wir finden schon raus. Du findest das schon raus. Ich kann nicht durchsliden. Boah, was für eine Verarsche. Ich fühle mich persönlich diskreditiert. Okay, hier kann ich auch nicht durch. Aber oben rauf. Wupp, das sah faszinierend aus. Da ist ein Reistyp. Er hat den im Kopf stecken. Big Shot. Auch zwei reinge. 5 von 10. Hm. Ich höre Schüsse. Ich auch. Wer schießt? Au! Pass auf, direkt hinter mir ist ein Wichser. Da hat er einen Pfeil im Kopf. Als ob wir das Geräusch selbst ausgelöst hätten, Alter. Und ich habe den Typ gerade sogar noch auf dich zulaufen sehen, dachte so, okay, den siehst du und tötest ihn gleich. Ich habe ihn nicht wahrgenommen. Oh, da ist noch einer. Und schön. Schön, wie das vor ihm gedroppt ist. Opa, da will ich nicht gleich reinfallen. Ich sehe da auch eine Menge Zombies. Aua. Schieß doch nicht. Ach, bist du schon da unten drin? Ja, klar. Ah, ja gut, dann komme ich doch mal in dir. Zu dir. Danke. Ich guck mal kurz, bitte, dass ich mit Sturmgewehr ausrüste. Mhm. Und ihn dann vielleicht mal in den Kopf schieße, also du tötest ihn jetzt schon. Ich habe einen Maschinengewehrschützen getötet, wenn du den meinst. Ja genau, da müssten jetzt noch ein paar Pfeile von mir sein. Also ich habe nur einen rausgezogen, also meinen. Der Rest ist dir. Das Maschinengewehr nehme ich mir dann auch mal. Da muss ich kurz eine Gartensichel oder so für wegschmeißen. Okay, hat tatsächlich nicht so gut getroffen. Oh, von dem habe ich auch ganz viel Munition bekommen. Oh. Alter, ich habe jetzt fast 200 Schuss. Ne, 180. Ich glaube, hier ist Max Ammo. Auf V war doch gerade dieses Ding zum rumgucken, oder? Das funktioniert hier gerade nicht mehr. Super Vision. I don't know. Also auf Q, ich bin dumm. V war es im anderen Spiel. Ach so, oh. Ah, hm. Gut, dann. Also ich weiß ja halt doch legit gerade gar nicht, was unsere Mission ist. Sehr gut, ich auch nicht. Aber da unten ist ein Unhold. Ah, UV-Fackeln sollen wir holen. Wahrscheinlich sind die in dem Ding. Ah, die UV-Fackeln, die müssen wir nachts holen. Bist du sicher? Ja, das war relativ deutlich gemacht worden. Alter! Oh. Es hat mich 4 Pfeile gekostet, diesen Unhold zu bringen. Die hole ich mir wieder. Joink, 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 joink. Au, meine Fresse. Wow. Ich glaube, hier ist tatsächlich noch eine. Also, wir müssen diese Kisten, glaube ich, nicht hier. Ja! Also, wir machen das jetzt nicht mal Nacht, wollte ich sagen. Okay. Haben wir eben einen Screenshot gemacht, weil es so schön aussieht. Opa. Ey! Kann von Häusern zu Häusern springen, aber kommt nicht diese kleine Erhebung darauf. Okay, der eine Zombie ist gerade zu mir hingegangen, ganz normal gewatschelt. Bis dann plötzlich despawned, lag dann 2 Meter weiter links auf dem Boden und ist gekrochen. Oh. Oh, der ist auch wieder tot. Warum auch der immer. Ist auch instant weg, gut. Ich habe auf jeden Fall noch 2 Pfeile verloren. Oh, gar nicht mal so gut. Und der Zombie? Und der Zombie tot? Oh, das war das. Wollte ich eigentlich nicht. Ah, den habe ich erwischt. Den auch. Joink. Und oink. Auch weg. Oh, der Kopf ist sogar explodiert. Sehr schön. Beide. Wo ist der Pfeil hin? Pfeile. Hier steckt irgendwas aus. Oh nein. Ah nee, doch, da liegt er noch. Ich dachte jetzt schon. Ist nur unsichtbar geworden, weil ich habe den Pfeil in den Kopf platziert und der Kopf ist explodiert. Dadurch ist der Pfeil unsichtbar geworden. Aha.
Okay, hier ist eine Tür, die wir aufmachen können. Ich habe eine Schlossknackenmittel. Ich habe Zinkpulver gefunden. Okay, das ist ja auch mal was. Na. Ach, da bist du hier. Klick. Ich hab's auf. Und wieder. Abfall. Wurf-Dingsens. Ja, ich hab auch Wurf-Dingsens und Inventar voll. Wow. Ja, same, aber. Mit welcher Taste wirft man nochmal die Wurf-Dingens? War das mittlere Maustaste oder mit G oder so? Ich glaube mittlere Maustaste. Muss man ein paar Sachen wegpacken. Erste Mal. Zerstören. Ja, mittlere Maustaste, aber ich habe das falsche ausgewählt. Wie kann man das nochmal ändern? Fuck. Ah ja, mit den Tasten oben, ich hab's wieder, danke. Genau. 1 bis X. Den wollte ich nochmal. Ich glaube, das kann auch. Also im Endeffekt, die ganzen Waffen, so gut sie auch sind, sind halt komplett nutzlos, weil ich mit dem Bogen spielen. For real? Ich habe hier einen Schild halt auch einfach. Ich weiß nicht, ob du den benutzen kannst. Das werde ich gleich mal testen. Warte mal, ich habe auch ein Schild, glaube ich. Warte mal, wieso schluckt der alle davon? The fuck? Zigaretten. Joink. Sind hier noch irgendwo meine Pfeile gelandet? Sind erstmal noch ein JI-Paket? Ich nehme jetzt erst einmal hier noch. Ich Inventar. Ich glaub, die mussten wir beide looten, oder? Ja, doch. Der hat da, ja. Also dann hier oben, das habe ich gerade aufgemacht. Ach, und hier ist, glaube ich, noch ein Fall von mir, oder? 29 Grad. Entschuldigung. Ganze Luft rein. Also das hier? Du bist hier, ne? Da. Ich bin hier, ich bin in dir. Was? Das hast du da oben aufgemacht, wo du gerade vorstehst? Das habe ich nicht aufmachen müssen, aber ich habe es ausgelootet. Und hier unten wäre noch eins. Das habe ich ganz am Anfang geholt. Hier unten. Ah, da, ja. Vielen Dank. Joink, joink. Ach, hier sind ganz viele Zombies verbrannt. Und ich auch fast. Denk, also nicht. Also hier liegt zwar ganz viel Loot drin, nicht aufheben, weil du dann verbrennst. Oh, ich hab noch schweren Hammer gefunden. Oh, und joink. Wieder mit dem Fallback. Dunkel hier. Ne, L war es nicht. Taschenlampe auf T, genau. T für und Licht. Verschieden. Genau. T für Taschenlampe. Nee, für Licht. Englisch. Nee, für Taschenlampe ist das. Wegen Englisch. Hier ist erst nicht für Tante Cruel. Das vielleicht auch. Okay, jetzt wollen wir noch Top and Team. Turpentine. Okay, das ist auf der Rechtsseite des Hungers. Was oben, wo es kein Hangar ist. Also, das ist einfach nur Zughalle. Ja, genau. Doch. Also, ich muss einfach legit Halle nennen. Ja. Wo Halle sind Saale. Meine verbrennen Pfeile. Das kann ich dir leider nicht beantworten. Gibt dir auf jeden Fall was für Loot. Ach so, müssen tatsächlich rein. So. Ja, Moment, da müssen wir ja darüber. Wo rennt der Zug? Da hinten, hinter dieser Mauer, befindet sich das Terpentin anscheinend, augenscheinlich. Ah. Das heißt, wir müssen wieder irgendwie da hoch. Ja, ah, da. Hup. Okay, da komme ich so nicht hin. Na gut, dann muss ich halt doch. Ah, okay. Aber da waren wir doch. Also von da oben kamen wir doch. Ja. Ich krieg die Türen da zumindest nicht auf, also ich sehe keine andere Möglichkeit. Vielleicht bin ich auch blind. Das kann gut, sehr, sehr gut sein sogar. Wenn ich gerade was aufsammeln? Oh, das Feuer hat aufgehört, dann kann ich doch noch looten. Hype. Nice. Verbrenne ich wenigstens nicht. Mein Gefühl habe ich gerade eine Feige gesehen. Erst mal kurz auf die Karte gehen und den blauen Marker weg, weil man mich ganz schön stört. Oh. Warum? Herzi, was spinnst du denn so? Ach, wurde wahrscheinlich gerade gefüttert. Ich hab gerade irgendeinen Strom angemacht. Oh. Ich hab die Tür aufgemacht. Das war jetzt eigentlich nicht mein Plan, muss ich gestehen. Oh mei. Sind Tor halt auf. Also wir können einfach dann hier wieder rausgehen. Also hier nach draußen und da wieder gleich mit, wo wir vorher gegangen sind. Also wenn du auch denn hier gegangen bist, ich weiß es ja nicht. Ich hab dich ja erst auf dem Dach gesehen. Ja, ich bin da auch irgendwo lang. Okay. Okay, und hier ist dann irgendwo das Turp-Entine, aber wie kommen wir in das Turp-Entine rein? Das ist eine gute Frage. Hier ist offen. Ah, schön. Ja, ich schwimme auch mal gerne in Turp-Entine. Au, meine Beine. Immerhin hast du es überlebt. Fair. Und immer sind die Zombies nicht aufgestanden. Cem Ikalien und Coffey.
Warum liegt hier eigentlich so viel Kaffee rum? Aha. Das kann ich dir auch nicht sagen. Können wir die, okay, wir können die auch aufmachen. Turpentine. Oh, zwei. Das Aid-Kit. Hast du Turpentine gefunden? Achso, ne. Nee, noch nicht, aber hier Ding. Kisten, die man öffnen kann. Eib. Nee, Schnur. Ich dachte, es wäre eine Zigarette. Oder Zigarre, ja gesagt. Hallo. Zigarre in Sommerzeit. Am Kopf. He is fucking dead. Hast du schon sein dummes Auge geschossen? Geht die so? Oh, hey, da ist einer. Monk. So, jetzt hatten wir auch wieder den Weg hier raus. Sehr schön. Das ist wahrscheinlich das Turpentine hier. Ja, natürlich ist das Turpentine. Und hier ist noch First Aid. First Aid hast du vorher auch mitgenommen, ne? Ja. Perfekt. Aber hier ist noch ein zweites. Hast du auch mitgenommen, oder? Hier sind noch mehr Turpentine. Also ja, hier war eins und vorher war auch noch einer, ne? Ja, die habe ich, also hab ich beide. Perfekt. Im einen war bei mir noch nichts drin. Ah, hier ist Mull drin. Bei mir war also hier auch noch Mull drin. Ja, okay, bei mir war es so wie, ich habe so 5 Mull aufgesammelt. Damn. Und ein Gaszombie. Hallo, hol wieder. Was, Gaszombie? Gaszombie? Der war hier gerade mal zurück. Oh, den habe ich nicht mal gesehen gerade. Ah, der ist hier vorne. Hier, der Gasflaschen-Zombie. Ah, da ist er. Servus. Lass mir erstmal Fell wiedergeben, Zombie. Schön, dass er sich auch einfach direkt übergeben hat. Ja, das machen die irgendwie immer, sich übergeben, obwohl du in den Kopf schießt. Ja. Und sie tot sind. Gut, dann haben wir hier vorne noch, begeben sie zum Gasthaus, dass sie diese Christhorn müssen. Und ist halt auch direkt in die Ecke. Die Erkenntnis zu sterben scheint Übelkeit zu verursachen. Und aber erbrechen. Nur Zombies. Ja. Wenn die Zombies jetzt so leuchten werden. Oder zu leuchten. Nee, ich bin für Leuchen. Gefangene retten. Leuchten. Oh je, das klappt nicht ganz. Okay, Christoph, I can see you. I'm gonna get you out of there, but the first thing I need you to do is stop cranking that engine. You're just drawing them in. Right. Yeah, I wasn't thinking. Jo, das merke ich. And sit tight. I'm gonna secure the area. Dennis. Negative, Christoph. Stay with the wounded. That's an order. Ja, ich, Dennis hat gerade Salem auf eine Art angegriffen, wie Salem es nicht mag. Da muss ich ihn dann schon ermahnen. Was macht der da? Hä? Gibt 11? Hm. Wow, 111 Dollar. Ey, ich hab 82 nur gekriegt. Ich liebe den Bogen, Alter. Das ist das Beste auf dem Spiel bisher. For real. Komplett OP. Oh, da ist ein Fritter. Ich hab immer schon gelegt. Oh. Wo ist mein Pfeil gelandet? Ja, wo ist. Irgendwer hat mich da schwer gemacht. Was bist du denn? Achso, ich glaube, der Splitter wurde einfach nur komisch markiert, weil ich. Achso. Au. Wird schon hier. Ne? Ey. Aber warte mal, ich will auch mal wieder Wurfschirme ausrüsten. Ja, wie war das mit der Verwehr-Taste? Mittlere Maustaste. Au je. Okay, für den einen Fall, der ist hier irgendwo hingeflogen, ist es weg wahrscheinlich. Ich finde jedenfalls nicht mehr. Der ist unter Auto oder so. Keine Ahnung. Yep. Ach ne, hier ist noch einer. Hab ja. Oder hast du einen verschossen? Und hast du einen in den Umhalt geschossen? Ich achte gekauft, da nicht so genau drauf, sag ich dir ganz ehrlich. Aber ja, ich habe auf den Umhalt geschossen. Okay, ich mache jetzt mal kurz diese Quest hier an, weil ich halt nicht weiß, was wir machen sollen. Das ist das hier. Oh, die Kasse hat 99 Dollar. Die Kasse hat 115 Dollar. Warum kriegst du mehr Geld als ich? Ich fühle mich verarscht. Windows. Ah, Hier ist ein Kampftagebuch auf dem Tisch. Ich reiße hier gerade noch ein Metall auf. Kampftagebuch. Kampftagebuch. Das ist hier vorne auf dem Schreibtisch. Skibidi-bap. Dankeschön. Mit dem J-Hiddy PC. Monitor. Was für ein Monitor? J-Hiddy. Okay. Wo kommt die ganze Luft her? Das weiß ich auch nicht. Einfach nicht atmen. Problem gelöst. Fair point. Armeewurfmesser. Was denn? Ich habe die Luft angehalten.
Also ich dachte, da kam jetzt irgendein Unhalt rein, also sollten wir es vielleicht töten. Nee, nee. Baklava, ja, das ist gut für mein Leben. Okay, was sollen wir machen? Ich glaube, da die Sicherungen. Dann stecke ich mal rein, die ich random gefunden habe. Rinder. Ich habe es nicht gefunden, aber wir haben ja anscheinend immer welche in der Tasche. Bei mir ist das gar nicht so unwahrscheinlich. Auch Schraubsicherung? Ja. Auch okay. Schraubsicherungen, gerade Schraubsicherungen. Schaffen Sie ja Sicherheitszonen, ach so, einfach zu mal. Okay, verstehe. Oh. Ja. Alright, I've secured a safe zone. Mensch. Oh, Klo. Oh. Oh, Waschmaschinen. Hm. Ich weiß nicht, was das ist. Ich auch nicht, schnell weg da. Ist er mit dem Bus hier reingefahren? Sieht so aus. Oh, F. Warte darauf, dass andere Spieler fortfahren. Wo ist denn F? Ach, hier bei der... Ah, okay. Gut. Ah! Ja, so voll reinfahren, also. Pretty much. Yeah, but you kept your head on and you saved those people's lives. It's not bad for your first time out. Thanks, Crane. But if you hadn't shown up, we'd all be dead. How do you think your dad would feel about that? My dad? Oh, no, did he send you? Look, I'm not going to go back. I can't. I'm not working for Rice and his butcher squad. Look, I'm not asking you to go back. Well, that's what my dad wants, isn't it? He wants you to be safe. Yeah, working for Rice. How safe is that? It isn't. Sooner or later, they're gonna kill him. But if I can get your dad to stop working for Rice, will you hang up your running shoes? You're asking a lot. Yeah, you could make weapons for Brecken. God knows they need them, and you'd be saving your dad's life. Okay. Get him to join me here, and I'll quit being a runner. Okay. Okay. Kehren Sie zu Alexei zurück. Okay. Alexei ist da oben. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal wieder... Oh Gott, nein, nicht du, Alexa. Gib mal du. Ach, das ist das, was ich da bei dir im Hintergrund gehört habe. So, erstmal auf Stumm geschaltet, beziehungsweise Mikrofon ausgeschaltet. Oh, schade, ich wollte jetzt nämlich auch schon sagen, hier, Alexa, play 10 hours of silence. Ja, okay, aber das hört sie nicht, weil es über Headset kommt. Ach, fuck. Check deine Alexa einfach. Ja. Dann zieh ich einfach das Kabel raus. Ja, gut. Fair point. Wen hat sich das mit dem Hacken? Schaff ich den Sprung, schaff ich den Sprung. Oh Gott, ist ja... Oh, jeez. Oh, ich schaff den Sprung nicht. Ich bin daneben ge... Dingst. Okay. Auf! Du drehst dich aber auch. Ja, gut. Gott, ja, erstmal kurz heilen. Jo, mach das. Ich hab den Unhold. Okay. Da oben ist der Splitter wieder. Splitter gelegt. Sehr schön. Ich leg gerade die ganzen Bumm-Dinger. Ganz komische Geräusche. Oh ja, das stimmt. Ist schon wieder Nacht, das ist nicht so gut, ne? Hängt davon ab. Eine der Missionen muss man in der Nacht machen, also von daher. Welche denn? Die mit den UV-Lichtern. Ja, aber oder die UV-Lichter, oben. Wir müssen die nur herstellen. Also die, ne, die anderen, die UV-Lampen, das ist aktuell nur über Nacht. Achso, ja, das meine ich. Also, ja. Weil wir, du hast es auch erwähnt, als wir die UV-Sachen gesammelt haben. Also für die UV-Fackeln. Und das hier was noch was anderes. Das haben wir immer gemacht. Ja, das habe ich gar nicht erwähnen. Mitgeschnitten zum Beispiel. Gut. Das haben wir gerade gemacht. Sehr gut. Cortes. Ich bin gar nicht da, wo ich hin wollte. Gut. Oh, cool. Wir gehen jetzt nämlich gerade die Quest abgeben, die wir gerade machen, also mit Alexei. Soweit wie du voraus bist, gehst du die abgeben anscheinend. Ja, schon überall. Weil eigentlich dachte ich... Entschuldigung. Was hat das denn gerade? Ein Röpser. Ja, aber das wäre ziemlich nass. Ja, da... ja. Da ist ein Nightstalker rechts von uns. Kam auch ein bisschen was mit hoch, aber nicht bis ganz hoch. Ja, vielleicht sollte ich wieder ein bisschen frustrier lang gehen. Ich habe keinen, wenn wir wieder reinkommen übrigens. Ja. Ist bei mir übrigens normal, dass ab und an ein bisschen was mit hochkommt. Ich habe Reflux. Auch schon immer wahrscheinlich. Okay. Okay, wir können einfach rüber, das geht hoch. Ah, okay.
Oh. Natürlich krieg ich Fallschaden. Hoppel. Au, ich auch. Ach, der ist unter. Okay, ich dachte, er ist noch oben auf den Turm drauf, aber nee, der ist hier drin. Hm. Psi. Bonjour, es ist dir. Yeah, I did. Hallo, Alexei. In one of our secured zones. But I thought you were going to bring him back. No, he's not coming back, Alexei. He's a scout working for Brecken. And unless he gets a lot better at it in a hurry, he's not going to last too long. But couldn't you talk some sense into him? No, right. So I'm going to have to talk some sense into you. You want to save your son? You stop making weapons for Rice and go to the tower. Now, your son said he'll give up being a runner if you'll join him. No, no. Sooner or later, Rice is going to tear that place down. It's not safe there. It's not safe anywhere, Alexei. And the question is, whose side are you on? See, right now you're on the wrong side, and your son doesn't want to have any part of it. You're right. He is ashamed of me. I am ashamed of me. But I'm just trying to do what is best for him. Well, then today's your lucky day, Alexei, because what's best for him, it's also the right thing to do. Okay. The right thing to do. What the? Yeah. Beschützen Sie Alexei. Na dann. Der Typ hat einen Trickshot. Erzielen Sie gegen Rice mit 10 Kopfschüsse mit Pfeil und Bogen. Guck mal. Haha. Jetzt ich gerade. Alexei, geh aus dem Weg. Ich glaube, er ist tot. Ja, ich glaube, ja. Wir haben, glaube ich, gerade gemeinsam Headshot. Also erst. Dein Pfeil in den Kopf gehittet und dann meiner. Ja. Digga. Hallo. Oh ne, meiner war nicht im Kopf. Nevermind. Ich habe ihn auch, glaube ich, vorher mal in die Brust geschossen. Kann sein, dass er doch im Kopf war. You were right. Hm. It was always just a matter of time before they would come for me. Es ist schon wieder doppelt das Leben in Untertiteln. They will. But it is where I should be. With my son. In my case, there's a weapon I designed. Something special. Okay. I never crafted one because I didn't want to give it to Rice. I want you to take it. Good luck, Rain. Perhaps. Dankeschön. I will see you again. I should hope. Alexei. Mit Klassik Mod. Überlebensrang. Hi. Erstmal gucken, ob ich irgendeinen Entwurf schon machen kann. Was gibt's schon noch einen Wurfhaken? Ja, Mama. Auf Fortschritte interessiert mich gegen die Granaten. Interessiert mich auch nicht, was gibt's danach? 116, da 116, den immer. Noch mehr Granaten ist mir auch weniger. Geld ist okay. Aber ja, Geld ist ja hier fucking irrelevant. Fallen interessiert mich halt wirklich null. Ich habe gerade gelesen, lerne sieht, wie man Atombombenfallen baut. Das war Autobomben leider nur. Oh. Na. Die Tarnung ist natürlich nice. Sandsturm, what the fuck? Ja, dann. Und oh, Schild ist eigentlich auch nicht so nice. Okay, dann geh erstmal auf die Tarnung, weil die finde ich tatsächlich interessant. Ich mache mir mal zwei Medikits. Medkits. Brauche ich. Hier liegt noch ein Pfeil in dem Kopf von dem. Ich weiß nicht, ob es deiner oder meiner ist. Ich auch nicht. Aber ich nehme ihn immer gerne. Wo? Ich sehe auch gerade keinen Pfeil, sehe. Oh, Why da draußen sind bereits die Angry-Viecher. Ja, das habe ich vorhin schon gesehen. Also, die waren schon vorher. Aber wenn wir hier oben drauf sind, können wir ja nicht wegsnipen, ne? Wahrscheinlich, ja. Ach ja, ich habe nicht verteilte Fertigungspunkte. Die fertige ich mal eben. Wendigkeit. So, was ist das? Das ist der Wurf. Okay. Au. Au. Ja. Folge abgehängt. So kann man die richtig gut cheesen. Oh ja. Halt und wählen Sie die Richtung. Ja, das mache ich noch und danach gehe ich auf Heilung. Okay, das haut mir auf die Fresse. Und was noch blöd ist, ich habe ein paar Pfeile verloren anscheinend. Also in dem drin sind ein paar, klar, aber auch noch in den Leuten hätten ein paar von mir gewesen sein müssen. Ich hab's gerade geschafft gehabt, durch Mausrad nach unten auf die Uhr zu gucken. Ja, das, als ich rausgegangen bin, hat das, also als ich jetzt rausgegangen war es auch so, dass ich
Das hat. Oha. Ha. Stirb doch! Oh. Lass mal 50 Millionen Pfeile zurückholen. Ja, habe ich auch. Ich weiß gar nicht, welche, ob ich davon. Ob das alles deine war? Ich kann mich jetzt tarnen. Okay, das klang sehr widerlich, also. Ja, ja. Da sind noch Pfeile von dir drin, glaube ich. Nee, never mind. Guck mal. Ah, nee. Okay, die Tarnung ist natürlich echt doof. Ich habe das Gesicht voller Blut. Es ist die Nacht jetzt vorbei? Nee, ne? Aber wir können nee, wir sind noch voll in der Nacht. Wir können jetzt mit Zeit sprechen oder wir versuchen an die UV-Lampen ranzukommen. Aua. Das war am anderen der Map, ne? Oh. Ja gut. Hast du nicht gemeint, die Map ist klein? Ja, stimmt. Aber ich würde trotzdem erstmal zu Osman gehen, weil der halt da oben ist. Also oh, dann können wir so einen Kreis außen rum machen, dann bis zur nächsten Nacht dürfen wir dann halt auch da sein, wo wir dann die UV-Lampen stehlen können. Na dann. Machen wir das doch. Wieso können wir die überhaupt eigentlich nur bei Nacht klauen? Weil man nur dann sieht, welche intakt sind. Wurde erklärt in der Quest. Ja, aber kann man nicht einfach irgendwie so ein Blatt mit Papier, Blut oder sowas drauf machen, wo man halt UV-Effekte drauf sieht? Und wenn es leuchtet, also UV-Lampe anleuchtet. Ah, ich sehe, wie du denkst. Ja, doch, wahrscheinlich könnte man das. Und außerdem, wenn man halbwegs Ahnung von Leuchtmitteln hat, dann sieht man auch, also hat man auch schon häufig große Hinweise, ob ein Leuchtmittel defekt ist oder nicht. Können einfach nur durchs Angucken des Leuchtmittels. Kann man die hier wie messen, ob das funktioniert, ob das Strom ist? Ich glaube, man müsste die messen können, ja, aber dafür haben wir hier die Tools nicht tatsächlich. Mir kam aber gerade, tagsüber sind die ja aus. Deswegen klappt das mit dem Blut auf Papier nicht. Okay, dann gehen wir über Nacht hin, gucken uns die an. Warten bis es. Also schreiben uns auch, welche davon fertig sind. Müssen wir durch? Ich glaube, wir bauen die direkt aus. Völlig egal, wie heiß die sind. Müssen wir hier lang? Ich glaube, hier bin waren ich wir schon. Nicht. Ah! Was denn? Ich bin ungewollt in Feuer rein. Okay. Hallo? Osman? Hallo? What is Hallo? It? So you remember me? Nee. I remember you. Oh. You were at the ISIS camp when I lost my hand. Oh. You were one of Bracken's guys. If you were anyone else, I'd kill you. Verständlich. Me. That's right. As for ICE, I'd settle with that psycho in my own time. But first, I need your help to find my brother Nazim. He's the one who helped me escape. He went for food at the supermarket, but he hasn't been back since. I'll pay you to find him. What do you intend to pay me with? Are you kidding? My brother and me worked for ICE. You know what that means? Collecting stuff. That's all we ever Was did. Zum Beispiel? We look for stuff. Anderson? We find stuff. We take stuff. Well, we wound up with a lot of stuff. Some of it we turn over to ICE. Some of it we kept ourselves. You know, in case things got too crazy. Not like stealing. But protecting for the future. Ah, also stealing. That's just smart, right? Until you got caught. We still got plenty left. Weapons, medicine, money. We've got stashes all over the city. But now Rice's men are looking for us. So I have to be careful going out. So we've got a deal? I'll think about it. It will be worth your while. I promise. Die Tür hat versucht zu schließen, während er noch davor war und hat's nicht geschafft. Irre. Okay. Das war mir zum Glück nicht. Ich baue mal ein paar Pfeile. Produziert nämlich schon 8 mache ich einfach, ne? Ah, ich habe echt wenig Nägel. Kann ich? Ich kann keine. Ich habe nur, ich habe 28 Metallteile und keinen einzigen Nagel. Okay. Entschuldige. So, dann haben wir jetzt auch wieder was vor. Okay, da ist die Baustelle, das ist die nächste Quest. Wo ist denn die Quest, die wir gerade haben? Ich habe nämlich nicht aufgehört, was er uns gesagt hat, also was er uns für eine Aufgabe gegeben hat. Ich habe schon wieder vergessen. Actually. Nacht überlebt. Forscher. Suchen. Okay. Okay, das ist da. Es ist in der Nähe.
Dann neuer Überlebensrang. Oh, ich habe auch Nacht überlebt. Forscher habe ich auch. Na dann. Was macht das hier? Überlebensrang habe ich schon. Ah, okay, das wohl eher. Okay, ey, was der ist das? Machen wir das. Heißt, wir machen als nächstes dann das mit der Baustellscheibe. Müssen wir nachts machen. Machen wir das. So, sind die besser oder sind die besser? Hm. Benutzt du Armeewurfmesser in grün? Also die von der grünen Ding her? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, ob ich auf die wechseln kann. Habe ich die? Die sind doch Wurfwaffen, oder? Genau. Also ich glaube einfach mal zwei verschiedene. Hast du vielleicht erst verworfen? Hast du alles verloren? Inventar voll. Inventar voll. Hä? Hast du nichts ausgewählt? Mein Inventar ist bei beiden voll. Ja, aber das ist einfach nur, weil die einen normalen Waffenslot benutzen. Du musst ja auf deinen, auf die Ausrüstung packen dann. Ah! Also zum Beispiel, okay. Moment mal, ich könnte selber noch die... Moment, habe ich die noch? Ach doch, die haben wir alles mal gut. Kurz gegenchecken, der hier... 7357, der hier wird... Moment, wo kann ich die... Und die kann ich noch mitnehmen, kann er von den scheiß Schildschirm, der ist halt komplett nutzlos. Und dann nehme ich die hier noch auf den Wurfslot. Wo sind die Wurf? Ich suche, ich finde nicht. Fechtmeister, was? Ach, das sind die Waffen-Upgrades, okay. Zwei, Dann kann es auch noch weg. Das kann auch weg, was soll der Geiz? Woran erkenne ich die Wurfmesser? Da, ich hab sie. Ich heiße ein Wurfmesser. Ja, ich, das hat ein bisschen gedauert. Ich brauche keine Fackeln, ich brauche Wurfmesser. So, jetzt habe ich Wurfmesser. Also ich... Oh mein. Die Wurfmesser viel aufgesammelt tatsächlich schon, weil die waren doch besser und ich habe dann einfach meinen Wurfstein weggeschmissen. Ich kann die Wurfsteine auch nicht aufheben, weil ich anscheinend voll bin, leider. Ja. Okay, dann würde ich sagen, beenden wir jetzt erstmal den Part, ne? Da hast du recht, ja. Dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Also bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Tschüss.